So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Trivolos Let's Play. Eine neue Runde. Hyper Volumia und bei mir mit dabei der Kalle. Hallo. Hallo. Na, du, kleines Erdferkel? Hm? Wie einfach mal mich ignoriert. Ja, gut. Gut. Also, was ist hier passiert in der Zwischenzeit, zwischen gestern und heute? Ich habe die Dingenseeds hier mal so auf 10, 10, 10 gebracht. Und ja, ihr habt mich richtig verstanden. Ich habe gemacht, weil wir brauchen Rubber, Leute. Wir brauchen einfach Rubber, Rubber und Rubber. Und Rubber. Genau. Ich bin hier am Terraform. Ja, alles cool. Ich habe das ja gern gemacht. So, 8 Rubber Bars, also wir hauen dieses Raw Rubber in den Ofen, 8 Rubber Bars hinterher, Rubber, 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 und dann kriegen wir raus Raw Plastic. Raw Plastic wandeln wir dann um in Plastic Sheets, genau. Das wird aber gar nicht reichen wahrscheinlich. Okay, wir brauchen einen Factory, irgendwie so heißt das Ding, glaube ich. Hier haben wir's. Iron Gears, super. Top. Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen so ein Factory-Apparat, Aparillo, alles cool. Dann brauchen wir einen... Nee, den brauchen wir noch nicht. Den brauchen wir gleich. Ja, das wäre jetzt fast Blödsinn gewesen. Moment mal ganz kurz, hier mal einen weitergemacht. So, was brauchen wir denn jetzt überhaupt? Ein Harvester, glaube ich. Ich glaube, mit dem Harvester geht's weiter. Nee, wisst ihr was? Ich kicke in eine Quest rein. Das wäre der Harvester. Genau, der Harvester. Nein, ja. Harvester. Dafür brauchen wir noch eine Schere. Irgendwas Besonderes dabei. Nein, zum Glück dieses Mal nicht. Das Raw Plastik schnappe ich mir einmal. Das haue ich mal nach. Nee, komm, weißt du was? Gib mir mal alle hier. Wir brauchen sowieso noch ein bisschen mehr Iron. So, und dann einmal Schere. Einmal Imsen. Einmal Schere. Nein, so, ja. Und einmal so rübergelegt, fertig ist der Harvester. Da wir schon mal gerade so fleißig dabei sind, machen wir gleich den Precision Sledgehammer hinterher. So, das Reward wäre ein Kappa Upgrade und eine Lore Page. Oh, ich mache mal Pause. Mal sehen, ob der gute Lore-Herr uns was zu erzählen hat. Nein, hat er nicht. Dann kann ich hier auch die Mucke wieder weiterlaufen lassen. So. Dann kriegen wir hier Needle Gun Ammo. Haben wir auch eine Needle Gun gerade gekriegt? Nee, nur die Ammo. Ja, aber eine Needle Gun sollen wir bauen, habe ich gerade gesehen. In einer anderen Quest. Fight Back. Eine Needle Gun bauen. Forest. Ein Planter. Jetzt überlege ich gerade, warum sollte ich einen Planter für... Ach so, weil das andere ja nur mit Crops funktioniert. Was haben wir hier? Ein Autobrewer habe ich noch nie verwendet. Ich bin gerade etwas verwirrt über die Sachen, die da kommen. It feels so wrong. Slaughterhouse. Hot. Lava Fabricator sollen wir noch bauen. Ein Fischer sollen wir bauen. Ja, all so eine Top-Dinge. Wir kümmern uns aber in erster Linie um den Harvester. Und zwar werden wir den Harvester jetzt, hoffe ich, richtig rumsetzen. Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich den auch einmal in meinem Leben richtig rumsetzen? Jetzt da haben wir ihn richtig rumgesetzt. So, wir müssen jetzt natürlich ihm ein wenig Energie anbieten. So, nachdem die Generatoren nach draußen gewandert sind, sollte das jetzt ja eigentlich gar kein Thema sein. So, bis hier hin. Ich habe das hier habe ich nämlich nicht vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nur keine Ahnung, wie weit ich darüber muss. Ja, ich würde sagen, wir graben einfach mal. Und dann schauen wir mal, wo und wann wir rauskommen. Das sieht aber schon ganz gut aus. Das sieht schon ganz nice aus. Es fühlt sich auch nicht falsch an. Genau, hier kommen nämlich diese Gross-Pulsatoren-Geschichten. Und ich denke mal, auf der Höhe reicht es dann auch mit dem Kabel. So, wir buddeln uns hier einmal ein Stückchen weiter. So. Und dann ziehen wir uns hier gleich lustig Kabel lang. Wo haben wir sie, Kabel? Da haben wir die Kabel. So, Dalle. Zack, zack, zack. So, hier. Bitteschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Der ist falsch.
Der war jetzt blöderweise verkehrt. Naja, macht nichts. Und da gehen uns wahrscheinlich auch schon die Kabel aus. Oder wird das reichen? Ne, das wird niemals reichen. Och, liebt er nicht. Kabel. Kabel. So, was haben wir alles für Kabel? Wir haben so unglaublich viele Kabel in diesem Pack. Ich habe heute irgendwie was Falsches gegessen. Deswegen höre ich mich wahrscheinlich auch gerade ein bisschen merkwürdig an. Also, Entschuldigung, falls ich mich gerade ein bisschen merkwürdig anhören sollte. Ich habe da so leichte Magenprobleme. Plötzlich. Musste Kalle so ewig lange warten, bis ich anfange aufzunehmen. Und dann fange ich an aufzunehmen und kriege Magenprobleme. Ja, super. Oder was sagst du? Was sagen Sie dazu, Herr Kalle? Einmal mit Profis hier. Ja, das wünsche ich mir so oft. Aber warum soll es dir besser gehen als mir, ha? Huh? So, wir machen das Ganze hier erstmal wieder zu. So. Hier. Da. Da. Dün. So, und er fängt hier hinten natürlich schon an rauszuschmeißen. Das finde ich nicht so gut. Deswegen habe ich hier ein paar Kisten vorbereitet. Wir klemmen natürlich, hier hinten als erstes eine Kiste an. Und bolzen erstmal alles da rein, was wir jetzt hoffentlich gleich noch aufnehmen werden. Jawohl. So. Der Harvester, der sollte, wenn mich nicht alles täuscht, uns jetzt in einer Tour diese 3x3 Ore-Berries, die ich ja vor ewigen Folgen gebaut habe, die sollte er uns ohne Probleme und jederzeit und immer wieder abbauen. So, und jetzt kommt nämlich das, warum ich überhaupt das gemacht habe. Wir schnappen uns diese Oak Draws, wir schnappen uns Basic Logistical Pipes und wir schnappen uns mal so einen Logistical Sorter. Aber das ist noch nicht alles. Wir nehmen uns nämlich noch einen Drawer mit. Und zwar einen ganz speziellen, hoffe ich zumindest. Und zwar den Drawer-Controller. Redstone-Komparator. Fuck. Netherquarz. Wie kommen wir denn an Netherquarz? Warzenknarzen. Obsidian und mit 50.000 Lebenspunkte bist du dabei. Ja, wie war das damals noch bei Harry Weinfurt? Maria, kommen Sie da vorne. Auch Sie sind dabei. Oder so ähnlich. Macht der was? Ja, der macht was. Hier, da ist sogar mein... Ach, guck an, da ist mein Blood Orb auf einmal. Wie sind der da hingekommen? Kalle? Ist und bleibt ein Rätsel. Kalle, weißt du da was? Können wir daraus eigentlich gleich, wenn wir mal gerade sowas hier haben? Haben wir Imperio-Essenzen? Nee. Schade. Gut, wir brauchen nichtsdestotrotz Komparatoren. Ah nee, wir brauchen erstmal Redstone-Torches. Hier haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Redstone herinnen. So. 3, das macht dann summa summarum 6. Zack. So. 2. Ja, wo hat er jetzt den Stone? Da hat er den Stone. Nein, ja. Das dann einmal so und das einmal so und fertig sind die Komparatoren. 2-mal. Wunderbar. Das hätten wir. So, wie geht's weiter? Jetzt brauchen wir noch so einen Oak Drawer. Scheißegal welchen. Cool. Ja, wenn das egal ist, welchen wir da reinhauen, dann würde ich sagen, machen wir mal flup, flup, flup. Du kannst mal einfach in den Müll. Weg damit. Schnappen uns hier einen Oak Drawer und dann diese 2 Komparatoren. Und dann holen wir uns noch einmal Gold. Nein, wieso klicke ich immer diese verdammte Kiste an? Einmal Gold. Fertig ist der Controller Slave. Fuck. Da kommt kein Gold hin, da kommt ein Diamant hin, du Vollpfosten. Was ein Glück, dass ich nochmal geguckt habe. Fertig ist der Drawer-Controller. So. Wir machen das jetzt irgendwie so, so und so. Das sind eigentlich viel zu viele, aber das macht nichts. Die sind sowieso nicht so ganz... Naja, egal. Die sind jetzt nicht so ganz nach dem Ermessen, nach dem, wie ich das gerne gehabt hätte. So, fertig ist der Drawer-Controller und damit ist im Prinzip...
die Sache schon so gut wie geritzt. Was wir jetzt brauchen, das ist einmal das Zinn, einmal das Eisen. Ich muss mehrfach laufen. Ich hätte hier auch einzelne Drawer hinstellen können. Naja, ich glaube, nur ist egal, ne? Kann man aus diesen 2x2... Kann man daraus nicht noch vielleicht irgendwie... Daraus könnte man Upgrade-Template machen. Wie kommen wir denn an so einen normalen ran? Ich glaube, an so einen normalen würden wir auch nochmal rankommen. Weil, ich habe mir das gerade echt überlegt. Ich glaube einfach für... Ja, keine Ahnung, 7 ist zu viel. Mal 5. Mal 5 draus. So. 5 Stück davon. Wie kriege ich da den Scheiß da so mal raus? Ist mir jetzt gerade egal. Einfach abreißen. Werde ich schon irgendwie in eine Tasche kriegen. So. Siehst du, sag ich doch. Zack, zack. Der war jetzt ja nicht so ganz richtig. So. Den da noch hin. Und nee, den bitte. Danke. Und den da hin. So. Und jetzt geht's dann aber los. Ja, ich bin nicht so ganz zufrieden mit den Drawern. Ich meine, ich weiß, die brauchen ein paar Upgrades. Moment, das können wir eigentlich alles hier reinpacken. Ich weiß, die Dinger brauchen ein paar Upgrades, damit sie ordentlich funktionieren. Können wir uns eigentlich auch mal drum kümmern? Aber nicht jetzt. Könnte sich auch vielleicht Kalle mal drum kümmern. So. Das sollten all die Sachen sein, die ich eingebaut habe. Ja. So, jetzt packen wir da diesen Filter hin. Dann packen wir da diese Logistikpipe hin und dann packen wir die da bestimmt nicht hin. So, und der Filter. Ja. Was macht der Filter jetzt? Der Filter sagt, yo, Auto-Eject ist on und das war's schon. Das war der ganze Trick, jetzt mal ohne Scheiß. Ohne Spaß, ohne Witz, ohne was auch immer, das war's. Das können wir nochmal alles reinhauen. Da hört ihr es im Hintergrund klicken. Egal, was ich jetzt in diese Kiste reinpacke. Dieser Logical Sorter, der zieht sofort alles raus, sobald hier irgendwas ankommt. Und packt das je nach Konfiguration. Hier haben wir Round Robin. Können wir ein- oder ausstellen. Ja, wir können noch einen Filter ansetzen. Filter ist zum Beispiel ganz interessant. Bei solchen Sachen wie den Feldern da hinten. Da kommen wir aber später zu. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt einen Planter bauen können. Nimmst du mal die Augen da weg? Das geht dich gar nichts an, wie das funktioniert. Du kannst meine Folge gucken. Du kannst quasi dir Folge 21 oder so anschauen. Und dann wirst du ja sehen, wie das funktioniert. Allerdings habe ich den Sorter, den habe ich schon vor einiger Zeit gebaut. So, ja, mit den Feldern, ich glaube, das Ganze werde ich ein bisschen offscreen angehen in den nächsten Tagen, weil da muss ich auch nochmal gucken, ob der Dingens hier, der Kunde davon eben, hast du da schon irgendwas für? Ja, hast du. Der Harvester und der Planter, ob die beiden überhaupt hier, ja, ich sag mal, funktionieren, ne? Weil das weiß ich noch nicht. Ich weiß nämlich nicht. Wenn dann eigentlich nur der Harvester so, also rein logisch, weil planten muss ja hier eigentlich nichts mehr. Ja, und es kann allerdings sein, dass du dann den Planter nämlich brauchst. So, nichtsdestotrotz, wir können. Haben wir die Quest jetzt? Nee, haben wir nicht. Digital Blood. Oh! Das war Zufall. Na, sag Quarz. Quarz sieht's. Ja, siehst du. Da, bitteschön. Tob dich aus. Kannst dir gleich Vollgas geben. So, MFR, was haben wir da noch? Gateway, achso, das war der Fischer. I made a small pound. Sag mal, können wir da jetzt eigentlich irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Können wir Fischer? Weil ich meine, so ein Fischer wäre ja eigentlich auch ganz geil. Oh, Fishing Rod. Wieder so ein Factory und so ein Plastik Sheet. Die Folge hat es gleich allerdings hinter sich. Glaube ich, wäre da. Wie nimmt man denn jetzt? Sind da nur 47 drin oder was? Ja, sind nur. Okay, ich muss erstmal abwarten, bis wir ein paar mehr Rubber Seeds haben. Und dann, ja, wenn wir beim nächsten Mal ein bisschen weitermachen in der MFR-Geschichte. Vielleicht macht Kalle auch demnächst ein bisschen was in der MFR-Geschichte. Weiß man noch nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut rein und tschüss. Ciao. Is it?
@atribulusncard. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es ihn wissen. Schaut euch doch mal seine anderen Videos an oder lasst ein Abo da. Lieben Gruß, eure Tribulotta.